Ja, wir spielen aktuell das Horror-Event. Ich will das heute mal mit meinem Rathaus Szene machen. Viel Spaß dabei. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich bin heute auf meinem Rathaus Szene. Ihr habt es gestern schon in der Folge gesehen. Ich meine, ich drehe immer recht zeitnah ab. Das heißt, ich kann immer eigentlich schon den nächsten Tag auf eure Kommentare reagieren. Ja, habt da Upgrade, Update, Clickbait, alles, was ihr mir alles vorgeworfen habt. Leute, so geht das natürlich nicht. Also ob das jetzt mein letztes Upgrade war oder ein Update war, sei mal dahingestellt. Aber was in jedem Fall wieder kommt, sind die Clanspiele. Auch das hat sich ja geklärt. Das war die Folge von vorgestern. Und wir haben die hier unten in 6 Tagen beginnen die Clanspiele. Ich muss mal eben was checken hier. So, in 6 Tagen beginnen die Clanspiele. Also sie kommen doch noch. Ich habe es auch an dem Tag noch gelesen, als es kam. Beziehungsweise habe es dann im Forum gelesen von Darien, den Post. 22.05. fangen sie also an. Und das Horror-Event, ja, Horror-Event. Es kommt ja immer mal wieder Gibarch. Gibarch ist das Horror-Event. Das Witzige ist, Supercell gibt sich nicht mal die Mühe, dieses Gibarch in Deutsch hier umzusetzen. Also klar, der Text ist Riesen, Barbaren, Bogenschützen. Das heißt aber nicht wirklich Gibarch. Gibarch heißt Giants, Barbarian and Archer. Und daher kommt eigentlich dieser Begriff Gibarch. In Deutsch wird das Ribabo heißen oder so, was ja kein Mensch verstehen würde. Deswegen stellen wir den Client hier auch mal wieder einmal auf Englisch um. Auch immer mir wieder, oh, entschuldigt bitte, immer mal wieder eine Frage, warum spielst du den auf Englisch? Ihr seht das dann hier wieder. Man kann ja nicht oft genug drauf eingehen. Die News sind ein bisschen anders. Supercell Shop Closing Mai 31. Es gibt im Moment 50%, glaube ich, Rabatte im Supercell Shop, also auf alle Plüschtiere, auf alle Tassen, Jacken und was es dann hier alle so gibt. Und es gibt die Registerkarte For You im Moment nicht im deutschen Clan. Das heißt also, hier gibt es immer mal wieder Strategien. Ich hatte das die Tage schon erklärt. Hier ist es im Moment Hockrider-Strategie, Rathaus 10 von Judas Loth oder Go Bed and More, Clash with Cori. Das ändert sich auch immer wieder, das rotiert so ein bisschen und immer mal wieder, wenn es was Cooles Neues gibt, und das gibt es im Deutschen im Moment nicht. Ja, also das mal, nur mal zur Erklärung, und ihr seht ja auch die News im Englischen, im Deutschen haben wir ja die Local Clash. Ich hatte auch was vergessen zur Local Clash zu sagen, aber lass uns mal eben so einen Gegner suchen hier im Horror-Event. Ich hatte nämlich ganz vergessen, dass es auch bei der Local Clash am Samstag ein Show-Event gibt, also so ein Show-Match. Und da ich ja die Tage bei der Local Clash in der Quasselbude war, haben die mir kurz mal erklärt, wer da eigentlich kommt. Und zwar spielen da, glaube ich, die 5 stärksten oder besten oder tollsten oder überhaupt 5 Rathaus 12 gegen das Team Queso. Das heißt, die das letzte Mai-Event bei der ESL gewonnen haben, treten dort gegen 5 Zwölfer an. Da bin ich echt mal gespannt, muss ich sagen. Auch wie das Ganze koordiniert wird. Ich sehe es ja vor Ort. Und da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Okay, oh, den können wir mitnehmen hier mit unserer Bartschruppe. Aber die Karre, die verbrauche ich mal nicht. Also ich meine, Batsche schon ist in Ordnung, aber dass ich unbedingt jetzt zum Farmen immer die Karre mitnehmen muss, denn ich bin ja mit Alex im Clan Herausforderer, da haben wir nicht so viele Zwölfer, die zicken jetzt nicht rum, die Zwölfer hier, nur weil wir unsere Karren auch mal im Farm verballern. Das ist überhaupt kein Thema. Ich bin ja auch häufiger mit dem Toto hier, und jetzt lassen wir eben mal die beiden Bauhütten hier wegmachen. Okay, dann kann ich hier meine Riesen spammen. Die spamme ich immer so ein bisschen im Halbkreis, vor allen Dingen, wenn ich das Ganze an der Maus geklickt habe hier. Und ich habe ja ein paar Mauerbrecher dabei. Die müssen halt nur durchgehen. Helden hier mit rein. Und ich nehme immer ganz, ganz gerne das Bartsch-Gefarme hier mit. Das heißt also, ich nehme die Bogenschützen und die Barbaren so ein bisschen mit. Die können jetzt nur in der Mitte laufen im Moment. Denn das ist ja, na, es ist eine coole Truppe. Es ist eine coole Truppe zum Farmen. Die machen ja schon ein bisschen Aua, sorgen für Trouble und lenken schon die gegnerischen Truppen so ein bisschen ab. Aber eigentlich ist es so ein bisschen so eine Armee, glaube ich, für irgendwo, wenn du außen so ein bisschen was clearen willst. Und wir fangen hier mal mit unserem Babydrachen an. Nehmen hier jetzt, ich will ja noch ein bisschen die Außenlager hier kriegen. Wo sind denn eigentlich meine Riesen?
Wo sind meine ganzen Riesen? Ah, da. Okay, ah, die habe ich nochmal passend, glaube ich, in Wut gebracht. Hier außen noch so ein paar Barbaren gesetzt und ein paar Bogenschützen. Die fliegen da ja zumindest, ja, da. Da ist der, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Boah, haben wir ganz gut gemacht. Ich habe mich ganz bewusst heute mal für den Alex entschieden, denn ich habe die Tage nur mit dem Basti alles gemacht. Und dann können wir hier und hier nochmal friesen. Ja, ein bisschen. Na komm, ein bisschen geht da noch. 68-70%. Ich würde den Bonus ganz gerne mitnehmen. Das wird eine enge Geschichte. Da schießt die Luftabwehr. Okay. Aber doch, wir haben die 70%. Okay, die 70% haben wir gemacht. Und ich wollte ganz gerne ein bisschen Dunkles farmen für die nächsten Heldenlevel hier. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich fange jetzt auch ein bisschen an zu boosten mit dem Alex hier. Denn ich verbrauche, habe ich die Tage wieder festgestellt, viel zu wenig Tränke. Ich verbrauche viel zu wenig Tränke, sodass ich auch die Tränke im Shop gar nicht mehr nachkaufe. Das mache ich eigentlich immer, wenn es die dort gibt. Und dann kann ich eigentlich immer einen verbrauchen. Ich versuche ja nach wie vor irgendwo 5 Stück. Boah, das ist in Ordnung. Ich bin im Moment ein bisschen hoch. Mit meinem 12er und mit meinem 11er Account bin ich in diesem Event nicht ganz so hoch. Aber ich habe jetzt schon, da haben wir den Bonus, müsste eigentlich jetzt schon zweimal haben. Ja, ich habe jetzt schon einmal Riesen gemacht, aber das Event hier finde ich jetzt, lass mich mal eben nachbauen, dann können wir weiter quatschen. Ich finde, das Event ist, das lohnt sich, denn es ist billig, es gibt coole Potions und wer die Potions jetzt alle schon hat, dann könnt ihr mal eben zusammenrechnen, 3x25 sind 75 Gems schon mal nur für das Event und wenn ihr die Pullen alle habt, dann bekommt ihr 10 Gems nochmal pro Pulle, das heißt also 105 Gems hier für so ein kurzes Event eigentlich, läuft noch einen Tag 14 Stunden, ich bin mal gespannt, mit wie vielen Accounts ich das eigentlich noch schaffe, aber ich wollte jetzt mit dem Alexi, glaube ich, mal einen Trainingstrank einlegen, das lohnt sich in jedem Fall, um so ein Event mal zu machen. Jetzt habe ich nur einen Mauerring hier. Okay, ist nicht so schlimm. Die nächste Pulle kommt bestimmt. Leider gibt's da keine Trainingspulle hier. Das macht aber auch nichts, denn auch Power Potions und so kann ich mit diesen Accounts hier super gebrauchen. Und auch die Resource Potion, da können wir eigentlich mal eine nehmen. Wir können mal eine usen hier. Die kommt ja jetzt nochmal nach. Und auch Bauarbeitertrank, okay, den kann ich noch benutzen. Da muss ich mal sehen, wie wir den einsetzen. Wir lassen eben mal die Helden recken, fordern hier ein wenig Bodengift und dann machen wir gleich weiter mit unserer Barge-Armee. Okay, der Horror geht ganz, ganz kurz weiter. Also wer das nicht sehen will, immer schön weggucken, wenn ich Nachtdorf spiele. Aber ab und zu muss ich das einfach mal machen. Wir kommen mal dem Ding hier entgegen. Ich muss so ein bisschen noch mit diesen Minions machen. Alles so ein bisschen für den Pass. Aber ich habe jetzt auch schon viele oder es sind viele oder einige, die ja leider dieses Spiel verlassen im Moment oder auch gar nichts mehr machen, denn sie finden das Spiel viel, viel zu schnelllebig zurzeit. Man kommt extrem schnell voran. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, das stimmt auch. Und dementsprechend sind einige doch ein bisschen demotiviert oder nicht mehr so motiviert, wie sie es eigentlich mal waren. Also die waren volle Kanne dabei, haben tolle Angriffe gemacht. Aber wie gesagt, sie verlieren im Moment so ein bisschen die Lust am Spiel. Bilderhall 9 soll ja irgendwie mal irgendwann kommen, war ja schon angekündigt für den Frühling. Der ist jetzt bald vorbei, wir gehen ja schon hart auf den Sommer zu, auch wenn man das draußen an den Temperaturen noch nicht ganz so merkt. Aber was noch nicht ist, kann ja noch fast mal werden. Ein Stern wieder nur. Ah, naja. Okay. Ein Stern hier im Nachtdorf, der reicht natürlich nicht, ist klar. Aber fürs Event reicht es hier 9 von 15. Boah, das ist auch so schleppend. Das ist auch so ein kleiner Horror hier. Das ist fast so schlimm. Fast so schlimm wie Gibarch. Fast so schlimm wie dieses Gibarch-Event. Ah ja, okay. Was willst du machen? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, das passt so. So, ich hatte gerade gedacht, ich verbocke mal wieder die Aufnahme, aber habe ich nicht. Oh, der ist schön am Pumpen, hat aber keine Ressourcen. Ah, ein bisschen muss man auch suchen. Ich bin, glaube ich, auch ein bisschen hoch in der Liga mit den anderen. Droppe ich immer so ein bisschen gerne runter, wenn diese Events hier sind. Ich meine, wenn ihr oben in Legende seid, glaube ich, spielt ihr dieses Event gar nicht. Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben. Aber ich glaube, so ein Legendenspieler, der tut sich das nicht wirklich an. Keine Ahnung, vielleicht nimmt er dann ja doch mal ein paar Riesen mit, um so ein paar Gems wenigstens abzugreifen oder ein paar Bogies. Ich meine, ein paar Bogies ist gut. Beim Rathaus 12er brauchst du dann schon ein bisschen mehr. Naja, okay. Ab und zu nehme ich auch mal einen Rathaus 9er mit den kleinen Zehnern hier mit. Denn 300.000 Gold ist in Ordnung, 2.000 Dunkles. Da wollen wir uns mal nicht so anstellen. Wir müssen ja auch immerhin gewinnen mit dieser Armee. Ich gucke mal, wo wir hier reingehen können. Wir gehen mal der Clanbook entgegen. Queen ist im Ausbau. Und die Defensive hier ist ja noch stark. Rathaus 8 hier. Also könnte man auch sagen,
fast ein gefundenes Fressen. Hier schon mal die erste Riesenbombe ausgelöst. Warum die Mauerbrecher ausgerechnet jetzt dahin gehen, das ist mir ein Rätsel, aber sei es drum. Einmal hier ein bisschen das Außenlager noch weggekratzt, Helden hier mit reingezogen, dass sie nicht nach außen gehen. Das tun sie jetzt nicht. Und ja, dann nehmen wir hier mal, wir nehmen da mal unseren Sprung, dass die Truppen auch wissen, hier kann ich rüber. Ja, hier kann ich rüber. Einmal ganz, ganz viele Barbies noch mit dazu. Ah, die Barbaren sehen cool in Masse aus, finde ich zumindest. Und dann können wir die hier jetzt auch mal zünden, mal sehen. Wir nehmen, glaube ich, hier einmal unseren kleinen Freeze. Der Freeze ist echt klein, ne? Der Freeze ist wirklich, wirklich klein. Aber was heißt klein? Also er hält echt nicht lange an. Er hält wirklich nicht lange an. In dem Bereich hier, wir sind jetzt bei was sind wir eigentlich? Oh, ich muss noch ein bisschen was tun hier. Okay, da ist der weg. Dann kann ich da schon mal ein wenig mit meinen Bogis hier aufräumen. 3 Sterne ist auch immer das Ziel. Auch hier wieder immer so ein bisschen den Fokus. Solltet ihr auch übrigens haben, ich denke mal habt ihr auch, immer so ein bisschen zum Event gerichtet, dass ihr hier möglichst viele Sterne holt mit den Riesen, glaube ich. Ist es im Moment, ist es glaube ich mit den Riesen. Wo ist meine Queen? Oh, die ist da, okay. Die ist hier. Hier wird gefriest. Komm. Da unten ist allerdings, da lungert noch eine Doppelkanone, aber ich habe einen Babydrachen. Und wenn der jetzt nicht stirbt, wir haben jetzt alle Truppen gesetzt, jawohl. Select a different spell, ja. Haben wir alles nicht. Hier unten ist noch was unterwegs und die Queen. Ah, die Queen hat die Doppelkanone schon gemacht. Okay, alles klar. Ja, mal so ein bisschen kleiner hier. Dann haben wir unsere Helden. Ja gut, sie müssen jetzt wieder ein bisschen recken. Ich habe wieder keinen Maxed Giftzauber bekommen. Den brauchten wir aber an der Stelle nicht. Ja, ich baue jetzt natürlich hier immer nur Pokale auf. Mit den anderen Accounts droppe ich die Pokale immer ganz gern. Das heißt, ich gucke, aha, 22 gewonnen. Dann nehme ich eigentlich 1, 2, 3 Angriffe, wo ich wieder ein bisschen was wegschmeiße, damit ich nicht ganz so hoch in der Liga aufsteige. Aber ich glaube, das kann man so machen. Ihr seht, ich habe jetzt mal ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt mal 4, ich weiß, könnt ihr mir jetzt an den Kopf schmeißen, 4 Erdbebenzauber dabei. Und im Quicktrain habe ich mal wieder die Eventarmee gebaut. Ihr seht das hier. Ich nehme immer hier so einen Reiter, so einen Quicktrain-Reiter ohne Zauber, denn die variiere ich immer so ein bisschen. Und dann baue ich die eigentlich immer direkt nach. Und dann gucke ich immer, was brauche ich eigentlich an Zaubern. Ein Gift. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ich glaube, so war das immer. 1, 2. Und was haben wir denn hier noch? Ah, okay, wir haben immer noch 2 Freeze dabei. Ja, dann nehmen wir die mit. Wir nehmen die beiden Freeze nochmal mit. Ich glaube, das ist ganz okay. So 42 Minuten noch Boost. Also ich kann hier in jedem Fall richtig reinhauen in dem Event. 19 Sekunden, 2 Minuten. Das wird jetzt nur ein ganz, ganz kurzer Cut. Dann machen wir sofort weiter. Ich will hier nämlich so ein bisschen nüppeln. Okay, nehmen wir uns mal so einen Zehner, so wie wir eigentlich auch aussehen. Also ich bin ja auch noch nicht so weit mit meiner Base hier. Und mal sehen, ob wir den hier wegbatschen können, beziehungsweise ob wir da in die Mitte kommen. Denn das Dunkle ist immer ist nach wie vor für mich das Hauptziel hier. Die anderen Ressourcen farmen sich ja auch so ein bisschen so nebenbei. Der hat 3x-Bögen. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal meine Karre. Ja, ich nehme jetzt mal meine Karre mit. Wir kommen der Clanbock entgegen, da hinten ist die Queen. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie das so wird. Hier ist der King. Okay, wir fangen mal ganz, ganz piano an. Also man muss ja auch mal so ein bisschen was wagen. Also no risk, no fun. Und deswegen ja, müssen wir hier mal, wenn es denn die Ressourcen zulassen, der ist ja schon ganz nett. 1 Mille, also jetzt zusammengezählt von beiden. Dann ist das mal nicht schlecht. Dann nehme ich jetzt hier doch mal meine Karre mit rein. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt zwar Mauerbrecher dabei, aber was willst du machen? So ist das nun mal. Die Barbie schicken wir hier mit hinter, denn das sind Single Infernos. Die können wir, das ist Multi. Da ist das Multi, okay. Den können wir da aufhalten. Wir machen uns hier hinten mal alles auf, denn der hat uns ja jetzt schon alles aufgemacht. Jetzt haben wir noch ein paar Bogenschützen hier. Die werden jetzt aber gleich so ein bisschen nach Richtung außen gehen. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Okay, die werden nach außen dort gehen. Komm, die Multis müssen da fallen. Das wäre ganz schick, wenn die dann auch fallen. Da können wir den setzen. Und hier hinten machen wir das mal so. Einfach mal reingebatscht hier mit dem Rest der Truppen. Also die Bogenschützen gesetzt und die Barbaren so ein bisschen hinterher. Da kriegen wir jetzt nicht ganz alles, glaube ich, oder? Da kriegen wir nicht ganz alles. Das schaffen wir nicht. Schaffen wir, glaube ich, nicht. Da kommt 10.000 noch.
Oh, 10. Guck mal, 10.099 war das gerade von beiden noch übrig. Und jetzt geht das runter. Da ist noch der Babydrache. Okay, der kommt aber da hinten nicht bei dem Bogenschützenturm vorbei. Ich denke mal, das ist gewesen. Hier sind noch zwei Riesen. Da ist noch ein Bogenschützin, die jetzt leider auch gestorben ist. Naja gut, 8.251. Die können wir ihm... Ah, schafft er nicht mehr. Schafft er nicht mehr. Okay, ah, aber na, kann man mal machen. Hatte ich jetzt gar nicht gesehen, dass die Infernos hier auf Multi waren. Aber wir haben unseren Bonus hier drin. Und ich denke mal, auch mit dem Erdbebenzauber können wir ruhig weitermachen. Der ist jetzt nicht so super teuer. Wir haben hier jetzt Bonus reingefarmt. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob das auch ein Horror-Event für euch ist, Gibatsch. Oder ob ihr das immer ganz gerne spielt oder ob ihr vielleicht sogar die ganze Zeit so angreift. Ich meine, kann man ja auch machen. Ich mache es wirklich nur zum Event. Und ich habe hier jetzt 4 von 10, 3 von 10, das passt so. Und habe jetzt hier die 3 Sterne-Bonusse in der Heimat, im Heimatvillage, im Heimatdorf gemacht. Ja, im Heimatdorf gemacht. Und bin aber gut dabei. Clash of Clans ist für mich auch für in manchen Dörfern Vollzeitjob. Ihr seht das hier, wie viele Events ich hier jetzt offen habe und was ich noch alles im Pass vor allen Dingen spielen kann. Es ist echt super, super viel. Abholzen da, oh, oh, oh. Ich sehe da auch noch Dunkeldorf wieder. Noch mehr Dunkeldorf. Das müsste Dunkeldorf sein. Jo, das ist auch Dunkeldorf. Mit den Golis noch angreifen. Ah, hier ist das Riesenevent. Okay, 40 Sterne. Ja, aber das geht, glaube ich, ganz gut. Das kann man dann so ein bisschen kombinieren. Ich habe das Heiler-Event auch noch auf. Da können wir eigentlich mal ein paar Heiler mitnehmen. 3 Heiler, ein paar Riesen. Ah, geht auch so. Vielleicht ein paar mehr, paar weniger Magier. Mal gucken. Das Dunkle hier habe ich auch noch offen. Habe ich die Perks hier noch gar nicht? Ja, doch, die Perks habe ich schon. Die Vorteile habe ich schon reingespielt. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen hier. War mal ein bisschen Gebatsch, Gefarme. Ich habe jetzt auch aufgenommen vorm Livestream am Mittwoch. Also wer nicht dabei gewesen ist, kann sich das Ganze auf Twitch dann später nochmal anschauen. Und wir sind, glaube ich, am Freitag, denke ich mal, wieder online im Livestream. Denn am Samstag bin ich auf der Local Clash. Da wird dann wohl abends kein Livestream kommen, je nachdem, wie lange ich da bin. Das weiß ich alles noch nicht. Das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik und ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ich hoffe, die Folge hat euch, wie gesagt, dennoch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal am Ende einfach einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in dieser Woche mit weiteren Folgen Clash of Clans. Bis dahin, euer Toto. Clash.